Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu euren Energiebotschaften für die kommenden Tage. Dieses Video ist für alle Sternzeichen gemacht und ich beginne mit dem Steinbock. Energiebotschaften für den Steinbock für die kommenden Tage. Wow, da kommt ganz schön viel raus. Und zwar... Die Illusion, in der du dich befindest, du spekulierst zu viel. Du befindest dich in einer Illusion. Forsche noch einmal nach, wo du denkst, dass es die absolute Wahrheit ist, denn du wirst überrascht sein. In 2 bis 3 Tagen, dass du frei bist, lieber Steinbock. Etwas hält dich gefangen. Etwas hält dich in einer Illusion. Das kann mit einer bestimmten Person zu tun haben, kann aber auch mit einer bestimmten Situation zu tun haben. Du malst dir schon vom Besten bis zum Schlimmsten alles aus, doch wisse, dass sie dich einladen, noch einmal genauer hinzusehen. Denn es ist nicht so, wie es scheint. Die Schwere vergeht ganz plötzlich. Und zwar vergeht sie, indem du genau hinschaust. Spirit wollte dir eine kleine Lektion erteilen. So nach dem Motto, gerade noch einmal gut gegangen, lieber Steinbock. In dieser ganzen Sache fühlst du dich sehr mit dem Rücken an die Wand gepresst, schon fast. Und empfindest es als große Bürde, Schuld und Scham, doch schau genau hin, überprüfe es nochmal, denn es ist ganz anders, als du denkst. Ich mache weiter mit dem Wassermann, Energiebotschaften für den Wassermann diese Woche. Wow, etwas wird ausgeglichen, yeah! Lieber Wassermann, wer möchte dir schaden, wirst du denken. Wer möchte sich mit dir in Konkurrenz stellen, wirst du dir denken. Doch es kommt auch bei dir alles ganz anders. Denn das, was du in erster Linie als große Unverschämtheit, große Frechheit empfindest, erweckt in dir die Neugier. Die Neugier, mehr zu erfahren, mehr zu erkunden. Deine Abenteuerlust wird, deine Abenteuerlust wird aufs Höchste ausgereizt. Und vor allem geht es darum, dass du das Spiel mitspielst. Es macht den Anschein, lieber Wassermann, dass du in etwas hineingesogen, nicht gezogen, sondern gesogen wirst. Warum zieht dieses Wort aussuchen, weiß ich nicht. Es ist wie ein Sog, dem du dich nicht entziehen kannst. Eventuell hat dieser Sog mit einem Schützen oder einem Krebs, einem Fisch zu tun. Du fühlst dich getriggert und es geht darum, auch deine Schattenseiten anzuschauen. Gib die Schuld nicht den anderen, denn du wirst getriggert. Es ist dein Triggerpunkt. Die anderen machen das nicht wirklich absichtlich.
Ja, mit in Konkurrenz gestellt werden. Das bedeutet, sie sagen, profitiert der Markt von dir? Profitierst du vom Markt? Sie sagen, wo ist der Messwert? Und da schäumen dann die Gefühle ganz schnell über. Oder besser gesagt, die Emotionen, lieber Wassermann. Sie sagen, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Tief durchatmen, komm immer wieder zu dir. Es ist alles halb so schlimm. Ich mache weiter mit den Fischen. Energiebotschaft für die Fische diese Woche. Die kommenden Tage, Energiebotschaft für die Fische. Für die Fische kommt es auch anders als gedacht. Wow. Du wirst auf die Probe gestellt. Deine Geduld wird auf die Probe gestellt, lieber Fisch. Du bist sehr auf Abwehr. Ja, du bist sehr auf Abwehr. Moment, ich mache mal hier die Kamera etwas weiter runter. Wunderbar. Du bist sehr auf Abwehr. Du denkst dir, was soll das jetzt? Ich bin wieder am Verhungern, am Verdursten, wenn ich mich darauf einlasse. Doch wisse, dass du es bist, der dem nicht vertraut. Du hast Angst, so rum, du hast Angst, wieder in die Wüste geschickt zu werden, Mutterseelen alleine. Und dort musst du dann mit deinen Emotionen und verletzten Gefühlen ausharren. Doch die Sonne ist hier. Die Sonne ist die beste Karte im Deck, die macht das wieder wett. Du bekommst eine wunderbare Perspektive. Die Unsicherheiten, die du hast, die zeugen sicherlich daher, weil du erst noch etwas vergeben musst, vergessen solltest. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie viel Zeit möchtest du investieren in das, was kommt? Denn das, was kommt, ist sehr vielversprechend. Viel Harmonie, aufeinander stützen, aufeinander eingehen. Wie gesagt, eine Geduldsprobe. Und du bist auf Abwehr. Höre auf deine Intuition. Du kannst mit einem Zwilling oder einem Löwen zu tun haben. Jemand möchte dir eventuell etwas schenken, beziehungsweise möchte dir etwas zukommen lassen, sich selbst schenken, höre ich. Jemand, der über die Berge kommt und plötzlich vor der Tür steht. Achte auf die Kristalle und vor allem achte auf die Sonnenfinsternis, was auch immer das für dich bedeuten mag. Ich mache weiter mit dem Widder. Lieber Widder, deine Energiebotschaften für diese Woche. Sie sagen, der Widder braucht Ruhe. Ruhe. Muss sich zurückziehen, ausruhen, alle Viere von sich strecken und zur Ruhe kommen, sich neu orientieren, neu zentrieren. Denn
Ich höre nur stürmische Zeiten. Die stürmischen Zeiten sind vorbei. Es geht darum, an dich selbst zu denken, lieber Widder. Und die Karten schweigen. Das waren zu viele. Der Widder, der geheimnisvolle Widder. Der Widder. Wow. Etwas diese Woche. Und deswegen musst du wahrscheinlich die Füße hochlegen. Etwas wird genommen. Deine innere Ruhe wird genommen. Etwas im Außen geschieht, eventuell durch einen Wassermann oder eine Waage ausgelöst. Etwas, wovon du dachtest, dass es erneuert wird, wird nicht erneuert. Doch du hast noch Hoffnung. Ich denke, es geht darum, dass du dir mehr erwartet hast, als du geboten bekommst. Eventuell, wenn es um den Beruf geht, es geht sicherlich um den Beruf, dass du einen ganz bestimmten Posten oder Auftrag wolltest, der aber nicht nur dir zugeschrieben wird, sondern auch noch zwei anderen Personen. Teamarbeit ist gefragt, lieber Widder. Damit hast du nicht gerechnet oder es wird dir ein anderes Team zugeschrieben. Es geht aber definitiv darum, dass es eine Chance ist für dich. Lass die Sturheit gehen. Lass das, ich sehe gleich, du möchtest dann gleich von dannen ziehen und sagen, wenn das so ist, dann mache ich nicht mit. Doch die geistige Welt sagt dir, gebe der ganzen Situation erst einmal Raum, bevor du reagierst. Deswegen leg die Füße hoch und ruh dich aus, zentrier dich. Denn das Universum möchte definitiv das Beste für dich. Wir haben hier den Stern und das ist eine ganz, ganz große Hoffnungskarte, ein Hoffnungsträger, ein guter Bote eigentlich für gute Nachrichten. Ja, vielleicht sollst du das abgeben lernen und Hilfe annehmen lernen, lieber Widder. Es wird spannend bei dir. Der Stier, Energiebotschaften für den Stier. Der Stier, sagen sie, ist voller Arbeitselan, doch im Geiste, wird nicht aktiv. Du bist sehr enthusiastisch, voller Enthusiasmus über einen Neuanfang, über deinen ganz persönlichen Neuanfang. Doch es fehlt an Durchsetzungsvermögen. Die Ideen sind da, doch die Stabilität dessen, dass du dir sicher bist, dass es so und so gut durchzuführen ist, gut zu erreichen ist, das fehlt momentan noch, lieber Stier. Und das kann dich natürlich verunsichern. Versetz dich in die Warteposition, auch weil du vielleicht noch auf irgendwelche Finanzierungen wartest, Subventionierungen, was auch immer, was mit Geld zu tun hat. Durchhaltevermögen brauchst du. Diese Phase, dauert nicht lange. Das waren zu viele.
Diese Phase dauert nicht lange an, lieber Stier. Nächste Woche schaut es schon ganz anders aus, sagen Sie mir. Es geht darum, nicht voreilig zu handeln. Ganz wichtig, nicht voreilig handeln. Ja, überlege dir das alles noch einmal. Ist dein Plan mit der Arbeitsaufteilung auch wirklich gut? Oder gibt einer zu viel und der andere nimmt zu wenig, gibt zu wenig? Du bekommst definitiv Hilfe vom Außen, sei es mit Ratschlägen, sei es finanzielle Hilfe, Stabilität. Doch dein Abenteuergeist ist natürlich nicht zu stoppen. Doch für diese Woche, lieber Stier, trete einen Schritt zurück, lasse deine Ideen gut reifen, auf dass sie dann wirklich auf einem stabilen Fundament sich entwickeln können. Ich mache weiter mit dem Zwilling. Der Zwilling. Der Zwilling kann es nicht fassen diese Woche. Der Zwilling ist etwas fassungslos. Der Zwilling hat vielleicht eventuell mit einer Jungfrau zu tun oder einem Erdzeichen, doch der Zwilling ist so fassungslos, dass er sich selbst in sich zurückzieht, um die Antworten zu finden, um auch die Gefühle eventuell zu einem Fisch oder mit sich selbst, ja, erkennt, mit sich selbst ausmacht, was denn wirklich Sache ist. Lieber Zwilling, diese Woche betreibst du Seelenforschung, wie man so schön sagt. Du klingst dich aus von der Außenwelt, aus deinem Umfeld. Du ziehst dich zurück und es geht definitiv um deine Gefühlswelt, wie du die Dinge siehst, wie du sie erspürst. Es geht um Authentizität. Wie kannst du das Beste aus dir heraus schöpfen, indem es dir damit am besten geht? Damit beschäftigst du dich diese Woche. Für viele ausschlaggebend Wasserfälle oder ganz oft in die Badewanne gehen. Ich sehe dort, wo fließendes Wasser ist, vielleicht geht ihr auch gerne an einem schönen Fluss oder See spazieren, bekommt ihr Antwort. Es hat auch mit einer Potenzialentfaltung zu tun. Vor allem, wenn es darum geht, wie könnt ihr euch vom Umfeld aus herausheben, ihr wollt herausstechen. Und das ist vielleicht die Seelennachforschung, die ihr betreibt, liebe Zwillinge. Ich mache weiter mit dem Krebs. Der Krebs, da fliegen schon die Karten. Wow! Auch der Krebs hat kreative, innovative Ideen. Neuanfang. Wow! Eventuell mit einem Feuerzeichen oder einem Wasserzeichen. Auch du, lieber Krebs, es brennt dir schon unter den Fingernägeln, wie man so schön sagt. Doch du siehst noch nicht ganz klar. Etwas aus deiner Vergangenheit möchte an die Oberfläche kommen, zu dir zurückkommen und das Harmonische wieder aufleben lassen, höre ich. Wasser. Ich höre, welche
Welchen edlen Tropfen darf ich dir in dein Glas hineinschenken? Vielleicht ist das ein ausschlaggebender Satz für euch mit einer ganz bestimmten Person. Du möchtest zelebrieren, du möchtest feiern. Du bist sehr enthusiastisch über einen Neuanfang, der sich dir präsentiert diese Woche. Lass es erst einmal auf dich wirken, mein lieber Krebs, denn es gilt noch etwas ganz Bestimmtes zu erkennen. Eventuell befindest du dich auch in der Nähe eines Bergsees oder eines Meeres. Ich höre auch den Satz, der stete Tropfen hüllt den Stein. Du findest deinen Weg ganz bestimmt hier durch. Spirit ist bei dir und wird dir ein Wegweiser sein. Ich mache weiter mit dem Löwen. Lieber Löwe, deine Energiebotschaften für diese Woche. Energiebotschaften für diese Woche. Ihr kriegt alle die gleichen Karten. Genial. Überall gibt es Neuanfänge. Wunderbar. So, bei dir aber, lieber Löwe. Du möchtest von der Einsamkeit wegkommen. Und du hast diese Woche, auch vielleicht noch den Rest des Monats, gute Chancen, diese Einsamkeit zur Zweisamkeit zu machen, beziehungsweise dir eine sinnvolle, wundervolle Aufgabe zu stellen, sie zu finden. Es geht um eine Sinnfrage bei dir. Du möchtest Anerkennung. Du möchtest vorwärts kommen. Du möchtest so viel zurücklassen und wisse, dass diese Woche alle Weichen gestellt werden, auf dass du das bekommst, was du dir so sehr wünschst. Alle Wege führen nach Rom. Auch die Umwege, soll ich dir sagen. Und wisse, dass die Lösung zu deinen Ängsten, höre ich, dass ich bleib für immer alleine vielleicht oder ich werde nicht so erkannt, wie ich wirklich bin, dafür gibt es eine Lösung. Vor allem zur Sonnenfinsternis. Was ist denn jetzt am 18., 19. November? Ich kenne mich ja astrologisch überhaupt nicht aus. Schaut dieses Datum an, sehr ausschlaggebend, denn da steht eine Lösung für euch bereit, meine Lieben. Ihr möchtet wieder das Feuer des Lebens spüren und von der Einsamkeit hinaus in die Zweisamkeit laufen. Ich mache weiter mit der Jungfrau. Da kamen schon die Karten. Die Jungfrau, ja, die betet, auf dass etwas geschieht, auf dass die richtige Idee kommt, die richtige Erleuchtung kommt. Es geht um Autorität, liebe Jungfrau. Autoritär sein, für sich selbst einstehen, den anderen gegenüber autoritär wirken. Es geht aber auch gleichzeitig darum, um die Weisheit zu bitten, auf dass sie sich dir präsentiert. Viel, viel Leidenschaft ist diese Woche
bei dir vorhanden oder du spürst Leidenschaft in dir oder wirfst dich ganz leidenschaftlich in ein Projekt oder zu einem Widder sogar eventuell. Hausräucherungen würden dir gut tun. Generell dein ganzes Energiesystem reinigen zu lassen. Vor allem, wenn es mit dem Gleichgewicht zu einem, mit der Ausgeglichenheit, Gleichgewicht zu einem ganz wichtigen Menschen für dich zu tun hat. Ein Mensch, den du als Seelenpartner ansiehst. Es ist eine Frage des Respektes. Du fühlst dich vielleicht nicht respektiert oder nicht anerkannt. Doch sicherlich möchtest du, betest du, dass der Schmerz im Seelenpartner oder gar in dir genommen wird und ausgeglichen wird. Ja, die Jungfrau macht diese Woche viel Energiearbeit. So, die Jungfrau bittet um eine Erleuchtung. Ich mache weiter mit der Waage. Energiebotschaften für die Waage diese Woche. Wow. Liebe, liebe, liebe Waage, wem teilst du deine Liebe nicht mit? Du verschweigst etwas oder dir wird etwas verschwiegen, doch ich glaube eher, du verschweigst etwas. Und zwar, dass du Feuer und Flamme bist für eine Person, aber Feuer und Flamme ist zu wenig gesagt. Du bemerkst deine innere Gefühlswelt und du behältst sie für dich. Du bist ein bisschen im inneren Konflikt, weil du nicht weißt, wie du dich richtig ausdrücken kannst, ob du etwas sagen sollst. Doch bitte bedenke, es geht doch auch um deine eigene Spiritualität und es geht um die Erfüllung. Suche die Erfüllung nicht im Außen, nur du kannst dich selbst erfüllen. Und wenn du das Herz auf der Zunge trägst und sagst, was du denkst, was du empfindest, ist das doch schon Grund genug, mit sich selbst zufrieden zu sein, liebe Waage. Oder verschweige nicht, was wichtig ist. Denn wir wollen doch Wachstum. Spirit wird dir die richtigen Worte einflüstern. Vertraue drauf. Vertraue drauf. Sicherlich wirst du sagen, ja, aber in der Vergangenheit und das war nicht gut und ich wurde enttäuscht. Mach's diesmal anders. Mach's besser. Mach's anders. Ciao. Du stehst dir sonst selbst im Weg für einen wunderbaren Neuanfang. Keiner weiß, wenn die große Veränderung kommt, wie es weitergeht. Doch was willst du denn kontrollieren, wenn du von oben geführt wirst? Gilt es nur ins Vertrauen zu gehen, nichts weiter. Ich mache weiter mit dem Skorpion. Energiebotschaften für den Skorpion diese Woche. Der Skorpion. Das waren weitaus zu viele. Ich merke schon, beim Skorpion ist viel los. Der Skorpion diese Woche. Wow. Eine Ära geht zu Ende. Eine Ära, sich nicht mehr
ganz zu fühlen, auf den Kopf gestellt zu fühlen. Eine Ära geht zu Ende. Ich würde sie nennen, eine frustrierende Ära geht zu Ende. Warum sage ich Ära? Weil mit dieser Karte dauert sie seit 5 Monaten oder 5 Jahren sowie 5 Jahrzehnten an. Eher 5 Jahre, 5 Jahrzehnte für die Älteren, die mich hier anschauen. Es geht darum, sich das Gefühl, sich nicht richtig zu fühlen, ständig etwas falsch zu machen, das hört auf. Und auch, dass sich im Mittelpunkt des Negativen gestellt zu fühlen, es hört auf. Und warum? Weil ihr eurem Ruf der Seele folgt, weil ihr eurer Spiritualität folgt, weil ihr einen ganz, ganz großen Schritt diese Woche begehen werdet, der euch ins Zentrum eures eigenen Lebens hineinkatapultiert. Ihr seid sehr geerdet, ihr könnt alles ganz glasklar sehen. Alte Weisheit kommt zu euch aus den Kristallen, aus dem alten Ägypten, aus den alten Völkern. Das Wissen der alten Völker dieser Erde sowie das Sternenwissen, es kommt zu euch und das wird euch so erhellen, liebe Skorpione, ja, dass die Ära der Frustration ein Ende hat. Der Schütze. Energiebotschaften für den Schützen. Hui! Höre auf deine Intuition, lieber Schütze. Oder hast du es etwa mit einem Fisch zu tun? Das Wissen, die Einsicht, das Festgefahrene, mit wem fühltest du dich ständig in Konkurrenz, im Machtkampf? Gegen wen hegst du Groll, gegen wen hegst du Wut? Deine Intuition wird dir diese Woche einen wunderbaren Schlüssel liefern. Denn irgendetwas möchte transformiert werden. Lass dich gehen, lass all diese niederen, niederschwingenden Energien, Gefühle gehen, diese Emotionen, die dich festhalten. Werde dir deiner selbst bewusst. Und sei offen für diese tiefgreifende Veränderung, auf dass diese niederen Emotionen weggefegt werden. Ganz ausschlaggebend die Intuition. Du wirst mehr erfahren zu den Zusammenhängen. So, ich mache noch eine Botschaft für das gesamte Kollektiv für diese Woche mit meinen neuen Karten aus Kanada. Das gesamte Kollektiv, Energiebotschaften für das Kollektiv. Eine weite Reise. Ich sehe ein Kamel. Hier ist ein Panther. Sie sagen euch, ihr überkommt alle Herausforderungen, alle Challenges. Diese Woche ist energetisch gesehen eine sehr energiereiche Woche, die euch allen sehr, sehr viele Einsichten bereitstellt.
Seid bereit für die tiefgreifende Transformation. Geht alle in eure Herzen. Das, was oder das, wo ihr nicht klar seht, die Zusammenhänge nicht versteht. Wartet ab, macht keine falschen Annahmen oder geht nicht davon und von jenem aus. Wartet ab, denn der Schleier wird sich lüften. Und Veränderung macht immer Angst, weil man nicht weiß, was kommt. Das Zentrum, die Blüte, das Erblühen, die Stabilität in sich selbst, das wird kommen, wenn ihr euch auf die Transformation einlasst. Das Universum wird diejenigen belohnen, die mit Leichtigkeit sich transportieren lassen von Musik und die mit Leichtigkeit Ja sagen zur Heilung, sich Zeit nehmen, mit allem gut Schritt zu halten. Überdenkt alles und seid nicht zu unentschlossen. Nicht zu unentschlossen heißt nicht, ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich denke, ich soll nicht handeln. Nein, lasst es wirken. Gebt allem Raum. Die richtige Antwort wird kommen. Wer sich selbst Zeit gibt, wer sich selbst Respekt entgegenbringt, wer sich selbst achtet und achtsam mit anderen umgeht, wird sehr weit kommen. Die schlafende Schöne und das Schwert kann trennen oder verbinden. An dir die Wahl. Dies hat zwar eine Ritterrüstung, doch kein Schwert. Mein Reizhusten fängt an. Das bedeutet, keiner kommuniziert, sondern hält sich den Kopf vor lauter Kopfschmerz. Wenn du einen fliegenden Teppich hättest, wo würdest du dich hinbeamen wollen? Und genau dorthin solltest du kommunizieren. Ich wünsche euch allen eine wunderbare, schöne, liebevolle und erhellende Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.